Die größten Erfolge des letzten Jahres waren aus meiner Sicht die Tatsache, dass wir das Schülerticket verstetigt haben, das Seniorenticket auf den Weg gebracht haben und damit einen Schritt weiter auf dem Weg zu dem Bürgerticket sind. Jetzt müssen wir noch den ÖPNV weiter ausbauen und dass wir ganz viel Geld jetzt auch in die Radwege stecken und auch da immer mehr Stellen schaffen, sodass es auch bei den Radwegen weiter vorankommt. Ein neues Erlebnis war für mich die Aufgabe als Vizepräsidentin an ganz vielen unterschiedlichen Orten zu sein, wie zum Beispiel bei der Fregatte Hessen oder auch bei der Eröffnung einer Kunstausstellung. Also ein ganz breites Spektrum, was nochmal über den Horizont der Verkehrspolitik hinausgeht.